Die MILAG hat dieses Jahr wieder einen Malwettbewerb bei Grund- und Förderschulen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland angeboten. Dieses Jahr durfte ich zum ersten Mal an ein paar Siegerehrungen teilnehmen. Der ganze Wettbewerb lief unter dem Motto meine schönste oder unsere schönste Milchkuh. Ich habe meine schönsten Milchkühe natürlich hier, also sind jetzt unsere Rinder, aber metaphorisch dürfen die ja auch als Milchkühe zählen. Und da sind richtig, richtig schöne Meisterwerke bei rumgekommen. Zuerst waren wir bei der Förderschule für Lernen in Birkenfeld. Hier haben die Kinder eine Collage hergestellt. Also jeder hat quasi seine eigene schönste Milchkuh gemalt. Und die wurden dann zu einer ganz, ganz großen, wunderschönen Milchkuh zusammengefügt. Und das hat ein sehr, sehr schlüssiges Bild gegeben, auch mit dem schönen Hintergrund, wie es hier in der Heimat aussieht. Als nächstes waren wir an der Grundschule Lasbach in Quierschied im Saarland. Hier hat Valentina mit dem künstlerischsten Bild gewonnen, das vielleicht nicht mehr ganz der Realität entspricht, aber auf jeden Fall vor allem farbenfroh und sehr außergewöhnlich ist. Anschließend waren wir in der Kottenschule in Kaiserslautern. Hier haben die Kinder eine Figur gebastelt, orientiert an dem Almabtrieb, nur angelehnt an Rheinland-Pfalz und das Saarland mit den schwarzbunten Kühen, aber natürlich trotzdem schön mit dem Blumenkranz zu erkennen. Als nächstes waren wir an der Pestalozzi-Schule in Zweibrücken, wo Elias den ersten Platz geholt hat. Er hat eine sehr realitätsnahe Kuh gemalt, wie sie vielleicht auch auf unserer Weide stehen könnte. Last but not least waren wir an der Maler-Bäcker-Schule. Hier hat die Zeichen AG auch nochmal eine schöne Collage von schwarzbunten Milchkühen gezaubert. Auch wenn es in Mainz nicht mehr so viele Milchkühe gibt, kann man erkennen, dass die Kinder auf jeden Fall noch wissen, wie sie aussehen. Als Gewinn gab es dann jeweils für die Kinder ein Milchfrühstück und eine schöne Siegerehrungsveranstaltung in den jeweiligen Schulen. Alles in allem waren das alles sehr schöne Veranstaltungen und die Kinder haben sich extrem über ihre Gewinne oder darüber, dass sie gewonnen haben und das, was sie gewonnen haben, gefreut. Und natürlich geht das nächstes Jahr wieder in die nächste Runde und vielleicht habt ihr ja eine Idee, unter welchem Motto der Malwettbewerb nächstes Jahr stattfinden kann. Also falls euch was einfällt, schreibt es doch gerne mal in die Kommentare.